Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Wir werden als nächstes diese Quest hier anstreben, der Fluch von Uchitsune, eine mythische Geschichte, die uns auch wieder etwas Legendäres spendieren wird, nämlich einen Langbogen und Sprengpfeile. Das wird nice. Aber vorher haben wir hier in dem Haus scheinbar noch eine Person, die mit uns über etwas reden kann. Das Phantom von Yarikawas Rache ist zurückgekehrt, mein Herr. Es tötet Menschen in den alten Ruinen. Dieses Phantom sagt mir nichts. Sicher, dass es nicht die Mongolen sind? Ihr kennt die Legende von Fürst Yarikawas letztem Fluch nicht? Der Musikant Yamato erzählt sie besser als jeder andere. Er ist in der Nähe von Alt-Yarikawa. Ich suche ihn auf und gehe dem auf den Grund. Ha. Das Phantom von Yarikawas Rache. Oha. Eine Geschichte, die weiter oben im Norden erzählt wird. Ich bin jetzt schon gespannt. Wunderbar, dass wir so weit von dem Startort der einzelnen Missionen dann die Hinweise dafür bekommen, finde ich großartig. Ah, das Kommt, feiere ich mein so an dem Herr. Spiel. Uchitsunes Geschichte erwartet euch. Das ist wirklich bewundernswert an dem Spiel, wie man eben diese ganzen Geschichten hört und dadurch nach und nach weitere Nebenmissionen freischaltet. Der Hammer. Vor langer Zeit wurden ein Kaiser und sein Palast von einem geflügelten Dämon heimgesucht. Der Kaiser schickte nach Uchitsune, dem bekanntesten Schützen seiner Zeit, dessen Bogen von Kami gesegnet war. Als sich der Dämon erneut zeigte, war Uchitsune bereit. Mit dem Langbogen war er präziser und seine Pfeile flogen weiter als die jedes anderen Schützen in Japan. Uchitsune schoss nur einen Pfeil ab. Er durchbohrte das Herz des Dämons. Als er zu Boden fiel, verfluchte er Uchitsune in seinem letzten Atemzug. Kurz darauf sah Uchitsune die Gestalten des Dämons überall. Sein legendärer Bogen verfehlte nie. Doch jedem Pfeil, der sein Ziel traf, folgte ein menschlicher Schrei. Die Leichenspur führte zu seiner Gefangennahme. Obwohl viele Uchitsunes Tod forderten, empfand der Kaiser Mitleid mit ihm. Uchitsune wurde auf die Insel Tsushima verbannt. Er starb Jahre später, allein und beinahe völlig vergessen. Der Dämonentöter Langbogen ist seit seinem Tod hier verborgen. Manche sagen, er warte auf einen würdigen Meister. Andere glauben, er berge noch immer den Fluch des Dämons. Der Dämonentöter. Der Fluch von Uchitsune. Dämonentöter Langbogen klingt schon sehr ehrfurchtgebietend. Da bin ich gespannt. Oder nicht? Der Bogen muss mächtig sein. Gebt acht, mein Herr. Der Bogen nährt die Finsternis in jenen, die danach suchen. Ich werde daran denken. Doch wo soll ich mit der Suche beginnen? Um seinen Geist zu beruhigen, ging Uchitsune oft an der Küste spazieren. Er liebte die blauen Hortensien dort. Vielleicht liefern sie einen Hinweis. Vielen Dank. Und so werden wir ein weiteres Mal auf die Suche nach einer Legende geschickt. Sehr schön. Ich freue mich. Ah, diese Geschichten sind für mich immer die besten, die mythischen Geschichten. Liegt auch unter anderem daran, dass die erste mythische Geschichte einen so unfassbar guten Eindruck gemacht hat. Der Himmelsschlag. Meine Fresse. Epischer ging's kaum. So. Ach ja, ich könnte ja auch Nobu mal rufen. Wäre vielleicht empfehlenswert. Nobu? Ah, da ist er ja. Gut gemacht, mein Junge. Na dann, machen wir uns auf die Suche nach diesem Mythos. Moment, war hier. Nee, hier war kein Fragezeichen in der Nähe. Ich dachte schon. Aber hier ist eine Säule der Ehre in der Nähe.
die ich allerdings bereits besucht habe, zugegeben. Wird gespeichert. Tja, wo haben wir denn die blauen Blumen? Ja. Ich schätze, ich muss weiter gen Norden reisen. Oder sind sie das hier schon? Es ist so dunkel. Aber ich denke mal... Das Grab ist aufgebrochen. Ja, das müssen sie sein. Folge den blauen Blumen. Fertig. Nice. Die Grabstätte. Sieht sehr schick aus. Eine Insel, umgeben von blauen Blumen. Uchitsunes Bogen könnte dort sein. Uchitsunes Grab. Gemälde erhalten. Okay. Das hier auch noch. Huch, kann ich das nicht untersuchen? Ich drücke R2. Letzte Ruhestätte. Ich wollte schon sagen. Jin, mach mir jetzt keine Schande. Hat sich jemand anderes auch auf die Suche... Oh, nach dem Bogen gemacht. Whoops. Da bin ich wohl nicht abgesprungen. Hoppala. Das versuchen wir doch gleich nochmal. So, sobald ich draußen bin, gucke ich mir noch einmal das Gemälde an. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Wow! Fuck! Sucht nicht nach dem verfluchten Bogen! Er bringt nur den Tod! Okay. Er trug die Maske eines Tengu-Dämons. Und das war ein Warnschuss. Ich muss auf der Hut sein. Deutlich weiter im Norden. Okay. Suche in Hiyoshi nach der Insel. Nobu! Komm her! Feiner Junge. Das ist ein braves Pferd, Nobu. Oh ja. So, dann reiten wir schön an der Küste entlang. Oh Mann. Schon wieder jemand, der von den Mongolen hingerichtet wurde. Vielleicht auch von Banditen, aber wenn ich so gefesselte Leichen sehe... Oh, hi. Ah! Oh, ich wollte eigentlich einen kritischen Schlag vom Pferd aus machen, aber das geht wohl bei Tieren nicht. Oh, für Nobu gibt's jetzt Rache. Verdammt nochmal. So. Nein! Nein! Verdammt! Na? Ja. So. Würdiger Gegner. Oh, 6 Raubtierfälle hat er mir gegeben. 4 Verbesserungen verfügbar. Ja, allesamt wahrscheinlich von Stufe 1 irgendeines Gegenstandes. Dafür brauche ich ja gerade mal 10 Fälle. Das da hinten sieht doch gut aus. Nicht wahr? Vorsichtig. Das war knapp. Hi, servus. Lasst ihr mich von dannen ziehen? Wenn ihr mein Pferd auch nur einmal ankratzt, ich schwöre bei Gott, dann seid ihr des Todes. Okay. Sie scheinen meine Warnungen beherzigt zu haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dort hinunter? Guckt euch das mal an. Tja. Von blauen Blüten ist das zwar jetzt kaum noch umgeben, aber ich denke dennoch, dass das die richtige Insel ist. Ich muss nur noch dort hinunter gelangen. Ob es hier in der Nähe irgendwo einen Ort gibt oder muss ich dafür noch ein bisschen weiter reisen? Ja, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen weiter reiten können. Stattdessen bin ich vielleicht etwas zu früh von Nobus Rücken abgesprungen. Tja. Ah, hier vielleicht? Ist das ein Weg runter? Das dort hinten
Ach so, ist Burg Kaneda. Nun gut, ah, na endlich, ein Pfad nach unten. Heilfelsschrein, huch, wow. Wo habe ich den jetzt gesehen? Dort, Tatsache. Nicht abgeschlossen, das werden wir mal ändern. Ja. So. Okay. Oh, das dort hinten wird sie wahrscheinlich eher sein. Ich glaube, da sehe ich sogar ein paar blaue Blumen von weitem. Glaube ich. Ach du Schande. Das ist ein weiter Weg nach unten. Möchte mir das Spiel hier nicht irgendwie behilflich dabei sein, darunter zu kommen? Bitte? Hier vielleicht? Hallo. Ach so. Hier durchzwängen. Eieiei, der Abstieg wird ja lustig. Immer noch nichts. Tja. Ich habe das Gefühl, ich entferne mich gerade immer weiter davon. Huch. Geschichte fortsetzen. Whoops. Habe ich sie jetzt schon unterbrochen? Weil ich mir schon einen anderen Punkt ausgesucht habe oder weil ich mich zu sehr vom Suchradius entfernt habe. Momentchen mal, bin ich jetzt gerade wieder... Ah nee, ich bin nicht zum Grab zurückgekehrt. Oh, ich dachte schon. Puh. Und weiter runter, weiter runter, weiter runter. Oh. Diesen Schrein zu erreichen, das ist ja echt eine Mordsarbeit. Krass. Boah. Nochmal hoch. Hier zur Seite. Weiter, weiter. Boah. Was für eine Tortur. Aber jetzt hier rüber. Zack. Wie ein flinker Assassine. Okay. Oh Gott. So viel dazu. Oh. Hätte ich mal lieber die Klappe gehalten. Oh. Das hat Ubisoft wohl gerade gehört, wie ich dieses Spiel für einen kurzen Moment mit Assassin's Creed vergleicht habe. Und da haben sie direkt die Strafe des Himmels losgeschickt, oder was? Boah. Die Macht von Ubisoft ist erschreckend. Okay, und hepp. Oh Mann, guckt euch das mal an, ey. Dieser Kletterpfad ist ja echt der Hammer. Da bin ich schon auf den Talisman gespannt, den wir hier am Ende kriegen werden. Das muss ja ein ganz krasses Ding sein. Wenn wir solch einen langen Kletterweg auf uns nehmen müssen... So, ab jetzt sollte es doch einfacher sein, nicht wahr? Einfach nur noch so ein bisschen balancieren, jawohl. Da hinten kann ich den Schrein schon riechen. Und spring. Oh Mann, das wird ja lustig. Und spring. Und spring. Nochmal. Okay. Oh, das hat ja gut funktioniert. Na dann. Mal wieder wunderschöne Szenerie. Talisman von Okuninushi. Talisman des Medizinkamis. Okay. Stelle außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit wieder her. Benötige ich jetzt nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber dennoch nehme ich dieses Geschenk dankend entgegen. Dafür verbeuge ich mich noch einmal. Hi. Vielen Dank. Okay. Sodele. Schrein verlassen, dann kommen wir hoffentlich wieder ganz weit oben an, ha? Die Ladezeit lässt schon mal Gutes vermuten. Jawohl. Oh,
Vielen Dank, Spiel. Ah, in Aufzeichnungen anzeigen. Okay, ich muss einfach nur nochmal draufklicken, um den Radius noch einmal sichtbar zu machen. Sodele. Oh, jetzt wird der Ort von den Bäumen verdeckt. Aber ich meine, dort muss ich als nächstes hin. Verdammt. Wo ist hier der Weg nach unten? Tja. Da hat das Spiel nicht lange mit seiner Antwort gewartet. Zack. Wow. Das war eine nice Rolle. Parcours. Blaue Blumen. Jawohl. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir werden mal unsere Gesundheit wieder komplett auffüllen, weil wir es können. Und mit den nächsten Kämpfen werden wir dann auch unsere Entschlossenheit wieder auffüllen. So. Das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Ort. Okay. Oh, ich werde noch zum Opernsänger, wenn ich vom Spielen überrascht werde. Sehr gut. Ha. Was für eine Szenerie, nicht wahr? So. Oh. Nun gut, dann schwimmen wir hinüber. Ist ja nicht allzu weit. Ich frage mich, ob wir dem Mönch wieder begegnen werden, der gerade eben noch Warnschüsse auf uns abgegeben hat. Und ob es dieses Mal noch bei Warnschüssen bleiben wird. Ein Berg, umgeben von blauen Blumen. Uchitsunes Bogen könnte dort sein. Okay, das nächste Gemälde dieser Schnitzeljagd. Und, lass mich raten. Ja! Brandpfeile. Setzt eure Suche fort und Tsushima wird fallen. Genug. Sprecht offen. Das ist eure letzte Chance. Lasst den Bogen in Ruhe. Tut mir leid, aber nein. Das werde ich nicht tun. Suche in Hiyoshi nach dem Berg. Siehst du, das Spiel sagt mir schon, dass ich dorthin gehen muss. Ich muss dem Ruf des Spieles folgen. Was für ein Spiel meint ihr? Es ist eine höhere Macht. Das können Unwürdige wie ihr nicht verstehen. Ja, wenn Jin das tatsächlich sagen würde, würde er wieder wie ein Wahnsinniger klingen, schon klar. Man möchte sich nur vorstellen, dass im realen Leben einige Menschen auf die Straße gehen und so etwas von sich geben. Naja, wobei brauchen sie nicht mal. Es sind schon Leute auf die Straße gegangen und die haben noch Dümmeres von sich gegeben. Ja. Von daher. Naja, machen wir einfach weiter. 250 Meter. Oh oh. Der Himmel zürnt. Wird der Himmel etwa auch wütend sein? Oh, was kommt jetzt? Mongolische Adler. Die Mongolen haben Augen am Himmel. Wenn ihr Adler dich erspäht, wird der Gegner in der Nähe alarmieren. Wow, 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 wow. Also, soll ich den mit den Pfeilen erledigen? Hab's sogar noch tatsächlich geschafft. Tut mir leid, Adler. Ich weiß, er kann nichts dafür, dass er auf der falschen Seite ist. Wow, wow, wow. Oh. Wow, ah, geil. Oha, nice. Zack, der Himmelsschlag. Den habe ich viel zu selten eingesetzt. Dafür habe ich doch eine der epischsten Quests dieses Spiels abgeschlossen. Bald seid ihr frei. Wenn ein Samurai lebt, muss Fürst Shimura tatsächlich frei sein. Dies ist ein großer Tag. Irgendwo hingehen.
Ich weiß nicht, mein Herr. Ich war auf der Straße unterwegs, als ich auf ihren Außenposten stieß. Die Mistkerle verschleppen jeden, der passieren will. Ich räume die Straße. Versteckt euch so lange. Okay. Ein paar Punkte verdient. Sehr schön. Ah, noch ein Ort aus einem Gespräch hinzugefügt. Oh, der ist allerdings im Norden. Steinsumpf-Ausguck. Okay. Nobu, komm her, mein Kleiner. Na komm. Feiner Junge. Ich würde dich gegen nichts tauschen. Nein, würde ich auch nicht. Wo ist jetzt der Adler eigentlich hin? Ach, da liegt er doch. Oh. Okay. Er gibt leider noch nicht einmal Raubtierfelle ab, also war ja klar, dass ein Vogel keine Felle abwirft. Aber er gibt auch scheinbar keine sonstigen Ressourcen ab. Gut, dann werde ich es in Zukunft auch möglichst vermeiden, die Adler zu erschießen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Gruppe angreife, die zum Adler gehört, dann wird der Adler mich gleichzeitig auch noch attackieren. Und dann werde ich irgendwie gezwungen sein, ihn zu erledigen. Ah, schön ist es nicht, aber was sein muss, muss dann wohl sein. So, es scheint irgendwo weiter oben auf einem Berg zu sein. Nun. Nein, hier ist eine Sackgasse. Gut, dann versuche ich mal weiter den Berg hinaufzukommen, aber da kann ich meinen sehr treuen Nobu scheinbar nicht mitnehmen. Oh, da scheint sich aber wieder ein weiteres Gespräch für mich anzubieten. Sehr gut. Zack und zack. Sehr gut. Lieber Bürger, was hast du mir zu sagen? Oh, eine Priesterin, eine Miko. Hi. Habt ihr die Füchse gesehen, Herr? Ich meditierte, da setzte sich eine junge Füchsin vor mich. Füchse sind weise. Sie muss eure Güte gespürt haben. Als ich sie ansprach, stand sie auf und wartete, bis ich folgte. Die Füchsin führte mich zu einem Schrein. Ich dankte Inari für die wunderschöne Erfahrung. Die Kami bringen uns selbst in finsteren Zeiten Licht. Hm. Okay, ein Gespräch über Füchse. Finde ich auch schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Na dann, Nobu. Guter Junge. So. Hier vielleicht? Hm. Hier sind allerdings gar keine blauen Blumen zu sehen. Oh, aber dort oben ist ein Banner. Das kann ich mir noch schnell mitnehmen. Wenn schon nicht der Bogen, dann wenigstens das schöne Banner. Hoch mit dir. Wunderbar. Oh, hoppala. Das sah jetzt gewagt aus, dieser Sprung. Bam. 8 von 80. 10% haben wir also bereits eingesammelt. Läuft. So, da bin ich wieder, Nobu. Ah, schade. Noch nicht einmal aus solch einer Entfernung kann ich auf Nobus Rücken springen. Sehr, sehr schade. Also, wenn ich hier hochklettere. Das Suchgebiet. Moment. Geht doch in dieser Richtung weiter. Hm. Okay. Dann werde ich den Berg sowieso schon ausschließen können, da hier wirklich gar keine blauen Blumen in der Nähe wachsen. Ich dachte schon, wenn ich den Berg weiter hinaufklettere, werden sich die blauen Blumen schon zeigen. Aber wenn das Suchgebiet sich noch ein kleines bisschen mehr in diese Richtung hier erstreckt, Flotter, Nobu, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass es doch ein anderer Berg ist. Okay, wir müssen noch ein kleines bisschen weiter.
reiten. Komm schon. Es muss doch hier irgendwo sein. Dort hinten ist wieder ein Berg. Ich hoffe, das wird er sein. Sieht nicht gut aus. Viele halten sie für einen Mythos, aber die Kappa sind real. Kappa? Dämonen, mein Herr. Sie wurden an einer Fischerhütte in Akashima gesehen. Dämonen? Oder Menschen? Das sehe ich mir selbst an. Okay. Ort aus einem Gespräch. Die Flusskinder. Sehr, sehr viele Nebentätigkeiten, die ich jetzt schon für den Norden freischalte. Nice. Ich hoffe, ich habe, was ihr sucht. Kunai, Rauchbombe, Pfeil, Windglocke, Böller. Böller, auf jeden Fall Böller. Das kann nicht schaden. So. Danke. Die Dinger werden auf jeden Fall nützlich sein. Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohl. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe das Gefühl, meine Suche nach dem blauen... Ah, da hinten! Ich sehe sie. Oh, sie stechen einem jetzt geradezu ins Auge. Sehr gut. Hahaha. Mein Ziel ist erreicht. Naja, noch nicht ganz, aber trotzdem. Fast erreicht. Ha. Welch eine Reise. Diese mythischen Geschichten schicken mich immer wieder auf eine Reise durch die schönsten Gebiete. Und lassen mich ein weiteres Mal diese Idylle genießen. Jawohl. Das sieht doch gut aus. So. Ich wette, gleich kommt ein Duell gegen den Mönch, oder? Heb den Langbogen auf. Der der Dämonentöter. Uchizunes Langbogen. Oh oh. Oh oh. Fluch? Fluch? Shit. Oh, verdammt. Wo bin ich? Der Bogen ist verflucht. Ihr werdet bis ans Ende eurer Tage nur Tod sehen. Okay. Duell der Dämonen. Okay, da wird auf jeden Fall wieder der Schwierigkeitsgrad geändert, um diesem Kampf die nötige Epicness. Wow! Tengu-Dämon, die Steinkampfhaltung. Ja, ist ja gut. Ja, lass... Ich bin doch schon auf der Taste. Fürchtet ihr den Fluch des Dämons? Erst vertreibe ich die Mongolen, dann kann ich mich um Flüche kümmern. Ah! Wow! Zack! Das hat Schaden gemacht! Nice! Yes! Oh, Scheiße. Hilfe! Oh, Mann. Oh, fuck. Der Fluch von Uchizune.
Habe ich jetzt den Fluch besiegt oder ihn in mir aufgenommen? Oh. Langbogen. Hoher Schaden und Fokus, aber langsames Ziehtempo. Ducken ist beim Zielen nicht möglich. Sprengpfeil für den Langbogen. Explodiert kurz nach dem Aufprall, setzt Umstehende in Brand. Ho. Verbesserung verfügbar für Langbogen. Besuche Bogenmacherin. Oh, shit. Ja, da oben sind die Spreng... Oder? Was? Doch nicht? Ach so, hier ist der Langbogen. Okay. Und mit Dreieck... Alles klar. Also die Sprengpfeile ersetzen beim Langbogen tatsächlich die Brandpfeile. Alles klar. Krass. Ich bleibe trotzdem erstmal bei den Schwarzpulverbomben. Erstmal. Puh. Mal wieder eine sehr, sehr epische Quest. Mit einem epischen Duell am Ende. So. Wegmarkierung. Schaffen wir es noch, den einen Ort zu befreien, bevor ich den Part beende? Wups. Vorsicht, Nobu. Tja, versuchen wir es. Ja, los! So. Schön weiter. Immer schön weiter. Da drüben ist etwas. Nicht ein Typ, der offensichtlich an uns vorbeireitet. Wow. Der Pfeil kam mir viel zu nah. Aber die können froh sein, dass ihre Pfeile verfehlt haben, sonst... Wäre es böse für sie ausgegangen. Okay. Wo gibt es hier... Ah, dort. Dort ist ein Kletterpfad. Sehr gut. Und zack. Autsch. Mist. Das ist jetzt natürlich für den nächsten Kampf schlecht. Zieht eure Klingen. Dann muss ich es so machen, um mir Ehre zu verdienen. Nice. Sehr gut. Töte brennende Gegner. Wow. Okay. So. Erstmal die schön plündern, so gut es geht. So, brennende Gegner. Dort hinten sehe ich noch welche. Moment. Nein! Ach, das war doof, das war doof. Greift jetzt nicht Nobu an, ihr Säcke. Greift ihn nicht an. Mist. Schon wieder Viereck statt Dreieck gedrückt. Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hatte so viel Glück. Ihr seid sicher. Okay. So. Rette die Geiseln. Damit hätten wir schon mal eine. Gut. Jetzt sollte ich mich auch mal an den brennenden Gegnern versuchen. Sprich, mit Brand- und Sprengpfeilen muss ich jetzt weiterarbeiten.
Jawohl. 1 von 4. 2 von 4. Brennen, 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 brennen. Huh. Das können doch nicht schon alle Gegner hier gewesen sein. Das glaube ich nicht. Ah, hi. Scheiße. Schämt man sich schon fast für. Aber auch nur fast. So. 4 von 4. Bonusziel erfüllt. Ich kann noch nicht weg. Zu gefährlich. Okay. Wo denn? Wo sind die? Ach, da oben oder wie? Oha. Noch ganz schnell das Schwert gezückt. So. Jetzt ist es aber sicher, oder? Was? Ist ja gut. Naja, ich kann aber seine Wut auch durchaus verstehen. Zack. Zack. Sehr gut. Jetzt aber. Ja, jetzt auf einmal schreist du. Gerade eben so, nee, ich gehe hier nicht weg. Und jetzt auf einmal extrem verzweifelt. Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Geht. Gebt auf euch Acht. Man möchte meinen, die Entschlossenheit, die er gerade eben noch gezeigt hat, die würde er jetzt auch noch weiterhin haben, wenn alle Gegner tot sind. Nope. Nicht wirklich. Danach war er entschlossen, hier wegzukommen. So, dort hinten sehe ich noch weitere Typen. Am verfolgten Ort angekommen. Das bedeutet, hier muss die letzte Geisel sein. Denke ich mal, oder? Könnte auch sein, dass hier nichts ist. So sieht es nämlich jetzt gerade so ein bisschen aus. Es tut mir leid, Onkel. Es tut mir sehr leid. Oh, hi. Na, ach, dumm. Was war? Weg mit dir. Ah. Wie mein Charakter einfach mal komplett daneben gehauen hat. Was? Gegner in der Nähe? Wo? Oh, oh. Es ist zu gefährlich. Hi. Och, das darf nicht wahr sein. Schon wieder? Anstatt auf den Gegner vor mir zu hauen, haut der gute Jin lieber auf die Tür ein. Warum? Ist die Tür ein anvisierbares Ziel, dass er statt der Gegner angreift? Da wurde dann aber die Priorität falsch gesetzt, glaube ich. Seid ihr frei. Darum habe ich gebetet. Vorsicht da draußen. Okay. Geiseln gerettet. Damit ist dieser Ort doch wieder befreit, richtig? Fischerdorf Ketchi. Ja. Nice. Abgeschlossen. Und die Bewohner kehren wieder zurück. Technikpunkt verdient. Sehr schön. Ah. Der Alltag kehrt zurück. Wie süß ist das denn hier gerade? Ich wage es jetzt gerade nicht, irgendwelche Tasten zu drücken. Verdammt! Das Spiel hat es von alleine beendet. Ah, wie süß war das denn jetzt gerade? Oh mein Gott! Kann bitte ab jetzt jede einzelne abgeschlossene Mission dazu führen, dass wir das am Ende sehen? Richtig knuffig. Jin, der bei Nue schön eingekuschelt eingeschlafen ist. Genial.
Sehr gut. Und die Befreiung hat uns noch einmal einige neue Orte zutage gefördert, die wir nochmal erforschen können. Aber bevor wir das tun, würde ich für heute den Part ehrlich gesagt beenden wollen, Leute. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.